Ah ja, das, ne, danke fürs Essen, war gut. Ah, Leute, herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge L17. Ja, ich bin immer noch zu Gast beim Janni im wunderschönen Moin. Göttenstedt. Grüß dich, Janni. Moin. Ja, wir haben jetzt gut gegessen, der Janni war schon mal draußen, ne? Du hast nochmal alles überprüft, Alles startklar ob gemacht. alles startklar gemacht, alles angehangen soweit. Güllegude nochmal überprüft, ne? Weil wir müssen jetzt Gülle kutschen, ne? Ich bin der Zubringer heute. Ich stehe heute ein bisschen in der Luft, kann es sein. Ja. Ich muss Gülle zubringen und jetzt. Der Jandi hat sich ein neues Gespann gekauft, habe ich schon gesehen. Ein Zunhammer mit Güllegruber. Ja, scheim Und eh. bevor wir jetzt noch lang labern, leg mal los, ha? Ja klar, immer doch. Also. Ich glaube, du hinten hast ihn geparkt, ne? Ich bin schon ganz aufgeregt. Hoho! Ich auch. Ui, Und ui, das ist ui, dein ui. Gespann, ne? Hoho! Auf den habe ich erst fahren gelernt. Haha! Und ich hab. Ui, ui, ui. Ja, dann, den hier. Du brauchst ja noch mal ein bisschen mehr Bums, ja? Ich sehe schon. Ui, Ja, ui, ui. das ist. Bravo-Leuchte Schicki, muss schicki. an. Überbreite. So, voll hast du einen Ausschlag gemacht, ja. Du bist ja ein richtig Flatter. Ja, klar, damit es losgehen kann. So, warte, ich muss erst auf. Mal Und wieder kurz irgendwie hier. ist beim Rausfahren hier so ein kleiner. Das ganze Gespann ist ziemlich lang. Ja, der Das Gruppe. ganze Gespann ist ziemlich lang. Fahr du vor. Wo müssen wir denn hin? Auf welchen Ach Schlag, so, ich Herr fahr vor, dann Papst? weißt du es. Janni? Ich habe mein Duzen. Auf welchen? Zehn, glaube ich. Ah, okay. Ach, die Katze, ey. Waldorf Wie fahre viel ich dich. Hektar gehört ihr da hier in Göttenstedt? Hast du das im Kopf? 400, 400. Alter Verwalter. Aber Hast du aber was zu tun? du da in Polen hast du aber 1000 Hektar. Ja, ich habe auch ein paar mehr Helfer wie du, oder? Wie hast denn du hier in Polen? In Polen, Göttenstedt. Ja, ein Hektar. Und Luisa Hektor. hilft ein bisschen mal mit. Und bist du mit dem so zufrieden? Naja, Ist ein Fleißiger? Hektor ist sehr fleißiger Mann. Das ist gut. Ich habe auch meinen Thomas und meinen Dimitri. Das sind Top-Männer. Passt. So, dann würde So. ich sagen, Ach, sind wir schon da? Das ja ging jetzt klar. ja flott. So, ach hier, hast du ja aber gleich richtig gegönnt, he? Mit Container. Ja, klar. Schön, dass hier Platz. Willst du den vorher noch runterlassen, weil wenn ich die Gülle reinlasse, dass dir nicht der Fendt oben wegjodelt? Wie lasse ich den denn runter? Musst einfach abkuppeln, dann geht er automatisch Ja, runter. dann fahre ich den hier an die Seite. Perfekt. Und ich überlade mit I, genau. Also da geht gerade die Drehzahl hoch. Cool gemacht. Man hört's, ja, Da rollt ordentlicher doch Schlag. was. Ja. Da hast du doch eben gerade wieder vollgetankt, oder? Der ist ja schon wieder leer. Was? Den haben wir eh, ja, den haben wir eben erst vollgetankt. 146 Liter sind noch drin. Laut Ach nee, Tankanzeige. das ist aber. Was passt denn in dein Fässchen rein? Ich hol gleich nochmal eine Ladung. Warte, ja, du musst ordentlich fahren gleich. 18 Kubik. Uiuiuiui. Ja, man muss aber Ja. aufpassen, das schwenkt ziemlich stark aus. So, dann würde ich Ich. sagen, stechen wir erstmal Oh, ich gerade muss mal durch. hier. Ich mach mal Rundumleuchte an, Da weil. hast du nämlich ziemlich überbreite. Also nicht Ja. überbreite, langes Geschütz, ne? Langes Geschütz, ja. Ja, und die Göttenstädter hier sind aber zum Glück alles sehr zuvorkommend. Die halten an. Lassen Die dich vorbei. lämmeln nicht so durch, so erstmal GBS-Kurs machen. Genau, hat er dein neuer Fan, ne? Ja, der hat GBS. Klar, sonst hätte ich ihn nicht gekauft. Ach ja, bei mir kommen gerade wieder so kommen wieder die Kindheit hoch. Mein Opa hatte einen 1455er und da habe ich das Fahren mitgelernt.
Aber ganz so schön wie deiner ist er nicht. Also du hast den ja wirklich in tipptopp Zustand. Alles, was bei Jenny gibt, hat tipptopp Zustand. Ah, ich merke jetzt schon. Hand und Fuß hat es. Hand und Fuß. Ach, das können wir auch ohne GBS machen, ganz ehrlich. Das ist ja... So, wie geht denn die ganze Geschichte hier an? Ah, wenn ich runter mache, ist automatisch an. Guck an, genau. Oh, das ist aber ziemlich schnell, wie man hier reinrast. Schafft denn der Bock? Ja, mehr wie 10, aber ich fahre jetzt hier 10, das reicht. Ja, sonst kriegst du ja nichts drauf auf dem Schlag. Ja, deswegen ja. Und Masse, also in der Güllegrube hier in der Lagune, da hast du noch genug. Ja klar, deswegen, ja, da können wir ordentlich machen. So. Bin schon wieder voll, aber also da hast du eine gute Überladeschnecke drin, wollte ich sagen, eine Überladepumpe, Respekt. Ja, in dem ist die Fass... neu? Gut. Ist die neu? Ja. Weil das Fass ist ja nicht so neu, aber nee, die Pumpe ist neu reingekommen, sonst. Guck ja. an. Ja, ich merke schon, deinen Hof, du, den hast du tipptopp in Ordnung diesmal hier. Diesmal haben wir aber ziemlich schnell mit unserem, na, wie heißt das hier nochmal, wo wir uns mit überhalten, mit dem, über Funk, ziemlich schnell verständigt, ne? Ja. Gleich von Anfang an, die Funkgeräte waren an, ne? Ja, wir hatten ja den am, vorm Mittagessen hatten wir die ja schnell getestet gehabt hier. Mhm. Lief einwandfrei. Und ich hab danach alles vorbereitet. Und wenn sich die einmal gefunden haben, dann brauchst du nicht mehr immer piep piep, immer rumdrücken. Weil der Butcher, der hatte auch seine Probleme gehabt, ne? Mit den alten Funkgeräten hier, du, in den alten Böcken. Der Heide da hinten, ja. Ja, das, ja. Was ich da so gehört habe. Ja, man, das erzählt sich hier rum. Ja, ja. So, ich bin jetzt einmal hinten. Oi. Sind aber weiten. Ja, aber wir haben genug Gülle. Wir haben genug Gülle. So. Na. So, und dann drehen wir uns. Mhm. Schick, schick. Was war denn da vorher drauf? Weizen. Weizen war drauf. Oh, schöne runde Kurve gefahren. Nein. Hab ich schon gesehen. Aber das Feld ist ja auch nicht ganz gerade, dann passt das schon. Oh, einigermaßen. Ja, wir können Gas geben, weil... Wenn ich merke, das pumpt ordentlich, der Schlepper hat Kraft, wir können 14 km/h fahren, das geht. Ja, wenn da genug rauskommt aus dem Löchle, ne? Hinten in der Scheibenecke. Eine Scheibenecke hast du, ist die dann vom Thunhammer selber oder ist es eine Amazone oder? Nee, Thunhammer. Wie heißen die da, Zuni-Disc oder so, ne? Hast du dann dir 6 Meter Modell gekauft? 6,2 Meter, genau. Uiuiuiui. Ja, hat aber Fendt ordentlich zu tun, aber wir schaffen ordentlich was. Wie viel PS hat denn deine Büchse? 220. Ach, das ist 7,22. Mhm. 24 war mir zu teuer und zu groß. Ja, und auf die 20 PS, ganz ehrlich, ne, für das Geld, ne. Das ist halt High-End-Modell. 220, die packen das halt auch. Ne, yep. Das ist... Da ist ja kein Unterschied. Bis auf, dass der andere echt dann nochmal bergauf ein bisschen mehr Bums hat, aber hier kommt es halt auf Leistung eigentlich so wirklich drauf an. Ja, ja. Hauptsache, der hat erstmal GPS und... Ne, ist doch ein super Schlepper. Was willst du denn mehr? Oh, Lichtschat. Na, so. Falsche Taste. Und die Beißer-Tunnel da hinten, die Unterstände, sind die auch neu? Die sehen so neu aus? Ja, jetzt soll ich mal aufgestellt. Ja, tut ja ihren Zweck, ne? Halt die Maschinen trocken. Ja, passt ja, reicht. Ja. Und wenn da ein Drescher drunter passt, ist doch alles super. Passt doch, ja, da steht ja. Was hast du denn da stehen für ein Lexion? Ich hab nur gesehen, dass es ein Lexion ist. 750er. Uiuiui, aber der hat ja auch ein Stange Geld gekostet, ha? Ganz teuer. Davor er, der alte, der war ja kaputt. Was hast du denn vorher gefahren? Der Johnny. Der T-690.
Aha. Ich habe nur mal gesehen, dass da einer beim Händler gestanden ist, beim... Na, Hugo. Wie heißt er denn? Beim Hugo, genau. Ja, da stand jetzt neulich einer. Ist es dann deiner gewesen? Hast du den wieder verkauft? Ja klar, der hat ja hinten die Variado-Scheibe hat ja geschlackert, Zentimeter Luft gehabt. Ah, okay, okay. Mhm. Also bist du nicht so zufrieden gewesen mit John Deere? Nee, klar, es ist echt die beste Mähdrescher-Marke, finde ich. Klar, Johnny ist nicht schlecht, das ist aber, die haben viel mehr Werksfehler. Du warst lachen in der Halle drüben, hier bei dir nebendran da, meine kleine Halle, da steht ein Dominator noch drin. Die Dinger kriegst du nicht kaputt. Wo steht einer? Bei mir in der Scheune, hier in meinem Hof. Ach so, da, ja. Ja, aber den habe ich jetzt schon wieder verkauft. Da gab es einen Interessenten. Ja, und ich habe hier keine Flächen, aber ich freue mich, dass ich dir helfen kann hier. Das macht echt Spaß bei euch hier in der Gegend. Na, danke, ne? Meiner Frau gefällt's auch. Ja, und in Polen hast du deine Mitarbeiter, da können wir. Ja, die managen das erstmal. Ja, passt so. Ich kann dich ja vielleicht mal mitnehmen oder so, dann können wir vielleicht da eine Runde grillen oder so. Vielleicht hilfst du mir auch mal, wenn Antisaison ist oder so. Weil manchmal wird es ganz schön knapp mit mir, Dimitri und Thomas. Die haben auch nichts zu tun dann. Ja. Du, den Güllecontainer, den habe ich jetzt schon randvoll gehauen, ne? Ja, ich nehme die ab. Da passt ganz schön was rein in das. Es schluckt aber auch nicht viel, das Fass hier. Also ich hätte es ein bisschen, aber... Sparsam, ja. Ja, reicht aber auch, sonst mal mit. Wir haben schon ziemlich gut Düngung hier drauf. Ja. Ja, ich sehe schon, wenn da schon wieder was nachsprießt, ne? Mhm. Das grubberst du dann unten, was kommt dann da drauf? Wahrscheinlich Raps oder irgendwie sowas. Raps. Mhm. Ja, dann hast du eh nochmal dann... Super Düngung. Guten Qualitätsraps. Magst du da noch irgendwie ein Ding mit rein, eine Unterfrucht für den Boden oder so? Meinst du Ölrettich oder irgendwie sowas? Naja, ja. Unten halt ist, ja. Hm. Ja, Zwischenfrucht meinst du? Ja, vielleicht ja. Machen wir Ölrettich oder sowas noch da drüber. Ah, das okay. Das ackern wir dann schön ohne. Ja, das aber ging doch gut. Ich weiß nicht, mal gucken. Ja. Weil das ist. Ich habe auch gehört, dass manche die Rapssaat bisschen was zumischen, dass noch andere Pflanzen unter den Raps wächst. Weißt du, was ich meine? So als Unterfuß. Ja, klar, Unterfuß. Pflanze. Mhm. Also Pflanze, ja, genau. Soll die neue Methode sein. So kann man sich anscheinend das Kunstdüngerstreuen sparen. Naja, ganz nicht. Aber hier, glaube ich, bei euch auf dem Boden ist es eh relativ schwierig, oder? Ohne Kunstdünger, also hier musst du eigentlich immer mit. Ja, ist kein guter Boden, das ist... Ich habe mich ein bisschen umgeguckt auf dem Hof, da steht ja ein riesen Kalkstreuer, oder... Kalk und Dünger, ja, kannst beides machen. Alles, ne? Mhm. Schickes Teil. Ja. Bredal, ne? Bredal, genau. Und der kleine hier, ist der für den Winterdienst, oder benutzt du den für ein anderes Material hier, den kleinen Düngerstreuer? Das ist der, womit wir Schneckenkorn streuen. Ah, okay. Auch. Und du hast viel Grünflächen, ne? Und wir benutzen, für die ganz vielen Grünflächen, benutzen wir den großen und den kleinen für die Ackerflächen, weil sonst fahren wir mit dem großen, machen wir halt nur die erste Gabe, aber die zweite machen wir mit dem kleinen, sonst würden wir mit dem großen zu viel kaputt machen. Naja, der hat ja ein Gewicht, ne? Das ist ganz klar, ja. Nein, aber der Breite, der ist ja nicht so wendig. Ja. Erste Gabe damit, zweite Gabe mit dem Kleinen. Mhm. Aber, ja, das ist halt so, du würdest dir jetzt wahrscheinlich denken, ja, der Kleine streut ja viel weniger wie der Große. Haben wir aber so eingestellt, der streut genauso viel, also passt da mit dem Fahrgast. Ach, habt ihr da eine neue Futterscheibe drin oder die genau. Entstellerin Motor? Ja, und neue Platten drauf gemacht. Ah, ja. Die das besser verteilen sollen. Ich bin ja in Polen, bin ich beim Händler gewesen. Ja. Und hat vorher ja auch ein Bredal, das kleinere Modell aber. Und der hat dann gesagt, hey, er hat hier von Rausch
was im Angebot? Rausch? Rauch. Oder Rauch, genau, nicht Rausch. Ich habe vielleicht den Rausch, ja. der Rauch, Steuer. Und der hat dem mir mal Probe. Jetzt fährt der mich einfach vom Haufen hier, Mensch. Hat er mich einfach mal einen Vorführer mal mitgegeben. Ja, und das habe ich mir eingekauft. Ja, passt doch. Habe ich auch. Selbe war mit dem Breda genauso. Ja. Hast erst den kleinen gehabt und dann warst du zufrieden, hast den großen gekauft. Genau. Und das Zunahmefass hast du jetzt auch noch nicht lange, oder? Ja, so das Fass ist nur gut sauber gemacht. Aber der Grubber, der ist neu. Ja, schön. Weil der alte kaputt war, also da war da. Aber das ist schon das neue Zunhammergeld, ne? Ja. Wie zum Beispiel bei unten dem, da waren halt das Futter von dem Ding schon unten. Da hätte man ja neue dran machen können. Aber selbst hinten die Walz und alles, das war echt nicht mehr das Beste. Ja. Ja, aber macht einen schlanken Fuß auf jeden Fall. Ja, deswegen ja. Es hat ein neues Futter drauf und jetzt kann man da ordentlich mit arbeiten. Ja, gut. Jani, ich sehe, die Zeit ist auch wieder zu Ende. Soweit. Ja, soll ich die Verabschiedung machen oder du? Gar nicht. Sag du doch tschüss. Gut, also dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Wahrscheinlich wieder mit Benki. Hoffe ich doch. Ja, klar, hoffen wir. Gut, würde mich freuen, wenn ich euch wieder sehe. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da bei mir und dem Jani. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, mich auch. Und guckt unten in die Videobeschreibung rein. Da ist dann der Link vom Jani. Jeweils anderen. Und den jeweils anderen, genau. Genau, gut. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, liebe Leute. Tschüss. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.